Hallo, ich bin die Kraft Stefanie. Jeder nennt mich Steffi, bin 26 Jahre alt und ich komme aus Landeck. Ich bin jetzt seit 2015 im Gesundheit Plus Unternehmen. Ich bin Physiotherapeutin geworden, weil ich mich schon immer sehr mit dem menschlichen Körper und dessen Funktion auseinandergesetzt habe. Habe dann irgendwann im Laufe meiner Schulzeit einmal ein Praktikum gemacht und habe dann gesehen, war die Physiotherapie, die hilft Menschen, da geht's um was, gell? Also da kann man Leute helfen. Und dann habe ich mich entschieden, das auch für mich zu machen. An meiner Arbeit freut mich am meisten, dass ich Leuten in unterschiedlichsten Alltagssituationen, unterschiedlichsten Problemen helfen kann. Das heißt, es kommen die verschiedensten Probleme zu mir. Sie können zum Beispiel nicht über die Stirn gehen, ihnen tut es weh beim Socken anziehen. Und da freut es mich natürlich am meisten, wenn es nach der Therapie, wenn man sieht, sie kommen wieder leichter über die Stirn, Socken anziehen, macht jetzt keine Probleme mehr. Auch der große Spaziergang durch den Wald oder auf den Berg, das bereitet keine Probleme mehr. Das freut mich natürlich am meisten. Für mich ist Gesundheit Plus das richtige Unternehmen, weil ich ein sehr großes Patientenspektrum habe. Ich behandle Patienten mit neurologischen Problemen, mit unfallchirurgisch-orthopädischen Problemen, aber auch gynäkologischen Problemen. Und wir verbinden die Physiotherapie mit Bewegung. Das heißt, wir wollen natürlich das bestmöglichste Ziel für den Patienten und dass der Patient sein Ziel erreicht. Das heißt, die Kombination zwischen Physiotherapie und Bewegung hilft dem Patienten, das Ziel schneller zu erreichen. Also meine Motivation ist speziell für die Physiotherapie jetzt ausgerichtet. Ich habe ein Haus. Dieses Haus ist mein Körper. Wenn dieses Haus jetzt kaputt geht, wo soll ich dann wohnen?